Ja, dann machen wir es gleich mal ein bisschen interaktiv. Die Frage an Sie: Was haben Sie für Betriebsgröße und was ist das für Betriebsart? Sind Sie selber Landwirt oder sind Sie beratend tätig oder irgendwie anders interessiert? Das uns interessiert nochmal als erstes. Zu unserem Betrieb ist zum Sagen, wir sind ja in einem Gewerbegebiet auf dem Land und versuchen seit Anfang an, das in einem breiten Publikum zu vermitteln. Das Praktische ist, dass wir quasi nur über unsere Wiesenfläche gehen müssen und dann haben wir schon den Acker da, wo wir auch die Möglichkeit haben, das weiterzugeben nach unserem Leitsatz. Der ist, unser Wissen ist ein Schatz, der sich vermehrt, wenn man den miteinander teilt. Und so haben wir in Nicht-Corona-Zeiten im Jahr circa 1500 Leute bei uns in der Akademie. Es kämen da die unterschiedlichsten Gruppen aus der bäuerlichen Richtung, aber auch Gärtnervereinigungen, Almbauernverband, Heilpraktikerverbände, Ärzte, Brauer waren schon da. Das ist ganz, ganz weit gesplittet. Und für uns ist das halt ein großer Vorteil, wenn man so nah am Kunden ist, wenn man einfach erfahren, was die Leute wollen. Wir machen dann auch Workshops praktische draußen, wenn es geht, wo man dann auch vielleicht im Garten sehen kann, wie die Wirkung ist. Und wenn man Glück hat, ist davor mittags dann auf dem Tisch schon was zum Sehen und zum Probieren. Wir sind ein familiengeführter Betrieb. Neben meiner Frau sind seit 5 Jahren unsere beiden Kinder mit sehr aktiv und das freut uns, weil damit auch die Generationsfrage schon gelöst ist. Was nicht heißt, dass das ein einfacher Prozess ist, aber sie sind beide sehr engagiert und bilden sich ja dementsprechend weiter, um das mal in unserem Sinne weiterzuführen. Wir machen das natürlich nicht allein, ist klar. Inzwischen arbeiten 34 Mitarbeiter mit uns und unterstützen uns bei unseren Vorhaben. Und das ist immer noch lebendig. Also noch heute begleiten wir Betriebe, dort ist ein Gartenbaubetrieb. Diese Begleitung ist ganz wichtig und dauert auch oft Jahre, bis man einfach ganz detailliert alle Probleme kennt und die Unterschiede sich herausstellen. Das ist der Gärtnermeister von der Gärtnerei, der weit über 10 Jahre sehr engagiert mit war. Und dann kann man einer quasi ja, Lösungen bieten, die dann auch bei Berufskollegen gerne mal hergezeigt werden. Und ganz wie von selber kann man die vorherige Wirtschaftsweise einfach dann aufgrund, weil man Lösungen hat, freiwillig an Nagel hängen. Und das ist uns ganz wichtig, diese Vorgehensweise. Und wir holen uns auch immer wieder Landwirte in die Akademie, um deren Stimme zu hören, um deren Erfahrungen mit den anderen Landwirten zu teilen. Natürlich wollen wir nicht im eigenen Saft kochen, darum machen wir immer wieder Lehrfahrten zu den unterschiedlichsten Betrieben, um da einfach Erfahrungen zu machen, wie es woanders läuft und wo man auch sieht, wo unsere Produkte zum Einsatz kommen. Wenn man heute unsere Firma besucht, dann sieht man, ja, das ist ja ein Riesen, Unternehmen, aber es hat sehr, sehr einfach angefangen. Wie gesagt, vor 27 Jahren war das Ganze am Start, aber da war auch kein Plan da, dass sich das mal so entwickeln kann. Wir sind froh, dass sich so entwickelt hat, aber es war eben sehr simpel und einfach, wie wir unsere ersten Mischungen gemacht haben, um Gülle zu behandeln. Es ist dann langsam in diesen Räumen Produktionsstätte entstanden. Wir haben angefangen, die verschiedenen Zertifizierungen zu beginnen und wie gesagt, heute haben wir eine relativ moderne Produktionsanlage und ein sehr fittes Team in der Produktion und sind in der Lage, einfach jetzt auch die Mengen zu produzieren, die es braucht. Wichtig ist aber auch, dass man die Qualität im Blick hat und darum sind wir froh, dass wir jetzt seit ja, über einem guten Jahr ein eigenes Labor im eigenen Haus haben, wo wir sicherstellen können, dass die ganzen Standards eingehalten werden. Unser Betrieb ist inzwischen ja, natürlich ein bisschen angewachsen.
Wir arbeiten grundsätzlich der ganze Betrieb nach HACCP und unterliegen den ganz normalen Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen. Die Futtermittel haben wir QS-zertifiziert, teilweise sind es Fibel gelistet, die Lebensmittel sind Bio-zertifiziert und unsere Reinigungsmittel Eco-zertifiziert, ist der größte Zertifizierer für Reinigungs- und Waschmittel. Sie sehen schon, wir sind in verschiedenen Bereichen unterwegs, nicht nur in der Landwirtschaft. Und unser Betrieb als Ganzes ist nochmal gemeinwohlbilanziert. Das ist eine alternative Bilanz neben der wirtschaftlichen Bilanz. Die wirtschaftliche Bilanz ist eigentlich nur eine Bilanz fürs Finanzamt. Und wir wollen den Betrieb als Ganzes aber auch betrachten und ständig verändern. Und da bietet die Gemeinwohlbilanzierung ein sehr gutes Werkzeug. Der Grundsatz der GWÖ, wie man das abgekürzt nennt, ist ein gutes Leben, aber eben für alle. Gutes Leben für alle heißt, dass wir auch Kontakt haben mit unseren Lieferanten. Auf der einen Seite denen Sicherheiten geben über Rahmenverträge, andererseits aber auch darauf achten, gerade wenn es aus dem Ausland kommt, dass da keine Kinderarbeit mit verwoben ist, dass faire Arbeitslöhne gezahlt werden, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Der faire Umgang auch innerhalb vom Betrieb, aber auch nach außen mit den Kunden, das alles umfasst die Gemeinwohlbilanzierung. Es geht auch sehr stark in den Umweltaspekt rein. Wir haben einen CO2-Fußabdruck gemacht, wir sind komplett kompensiert. Und, es sind sehr viele Bausteine, die ich denke, die es heutzutage braucht, weil diese Wirtschaft, wie sie normal jetzt funktioniert, hat meines Erachtens keine Zukunft, weil diese Wirtschaft eigentlich Zukunft vernichtet. Und das können wir uns nicht leisten. Wir können nicht so weiter wirtschaften und unseren Planeten letztendlich halbruiniert der nächsten Generation in die Hände legen. Aber gehen wir zurück zur Landwirtschaft. Wie gesagt, es ist uns sehr wichtig, dass wir immer wieder das ganz hautnah schulen und dass wir auch während der unterschiedlichen Vegetationsperioden die Felder besucht, Unterschiede rausstellt und dann halt auch versucht, Systeme zu vermitteln, dass der Landwirt selber das beurteilen kann. Und dazu haben wir auch sehr enge Kooperationen mit ein paar versierten Bodenexperten, den Dietmar Näser, den Friedrich Wenz, die uns da auch sehr stark unterstützen. Wichtig ist, dass der Landwirt diese einfachen Methoden verinnerlicht und dass er sie mit anderen austauschen kann und dass man einmal die Erfolge bei anderen Landwirten anschauen kann. Also wenn wir Betriebsbesichtigungen machen, dann ist es durchaus einmal der Fall, dass da 250 Landwirte unterwegs sind, um das in der Praxis anzuschauen, ob sie das tatsächlich alles so verhält, wie wir das so verzeihen. Landwirtschaft umfasst natürlich auch manchmal einen Wald, nur mal am Rande bemerkt, dass natürlich diese Methodik, die wir anwenden, im Wald oder bei Sonderkulturen und so weiter angewendet werden kann. Es geht immer um das Gleiche. Wir wollen mit dem Einsatz von Mikroorganismen letztendlich eine Milieusteuerung machen. Und diese Milieusteuerung kann ich jetzt im Stall machen, wenn ich ein paar Hühner habe. Ja, selbstverständlich. Ich kann das aber auch machen, wenn ich ein paar Hühner mehr habe. Ich kann es aber auch machen, wenn ich nur mehr Hühner habe, weil das Prinzip immer das Gleiche ist. Dass man versucht, Fäulnisprozesse zu stoppen und Fermentationsprozesse zu initiieren. Und da arbeitet man eben dann nicht nur mit Mikrobiologie allein, sondern auch in der Kombination zum Beispiel mit Pflanzenkohle und ganz oft eben auch Urgesteinsmehl. Wenn man den Hühnermist, den glaube ich viele von euch gut kennen, wie so ein Hühnermist riechen kann, dann mal wieder besuchen sorgt und die müssen sie dann so buckern, dass überhaupt was riechen, dann ist das ein Meilenstein. Ja, und wenn der Landwirt gleichzeitig nur so grinsen kann, dann ist es auch für er mal frei, dass er sagt, ja, es ist gelungen, ich bin da jetzt tatsächlich einen großen Schritt weitergekommen.
Ja, dann haben wir noch das Thema Milieusteuerung natürlich direkt in die Stelle und in Verlängerung natürlich auch die Auswirkungen bei der Silage. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Was sind jetzt unsere Probleme, wenn man das Thema Gülle betrachtet? Die Probleme sind letztendlich die gleichen, ob ich in einer mittleren Struktur mit dem Thema zum Tor habe oder in einer größeren Struktur. Wir haben ganz oft schon während der Lagerzeit die Ausgasung von Ammoniak und bekanntlicherweise natürlich auch beim Ausbringen drum solche Monster, um das technisch irgendwie in den Griff zu kriegen. Wir haben die Thematik, dass die Gülle ätzt, dass uns also der Pflanzenbestand da Schaden nimmt. Wir haben ganz oft auch zu große Güllemengen und daraus resultierend wieder die Reaktion der Natur, wie jetzt zum Beispiel durch fast flächendeckenden Ampferwuchs und im Acker eben dann analog die Distel. Das wirkt sich wieder allgemein auf die Futterqualität aus und die Futterqualität dann letztendlich wieder auf die Tiergesundheit, was oft ein großes Thema ist. Und wir haben aber auch rein technisch Probleme oft mit der Gülle, wenn die Homogenität nicht stimmt, wenn die Fließfähigkeit nicht funktioniert und im Stall oft auch. Wenn, und das ist vielen nicht bewusst, dass das miteinander zusammenhängt, Fliegen plagen. Von den Fliegen muss man wissen, dass sie letztendlich die Fäulnisprozesse von Mist und Gülle brauchen, weil da Mykotoxine entstehen und diese Mykotoxine braucht die Fliegenlarve für die Metamorphose, damit sie überhaupt schlüpfen kann. Also wir machen mit unserem System keine Fliegen kaputt, sondern wir unterbrechen einfach diese unbändige Fortpflanzungswelle, indem wir das Milieu so verändern, dass unter diesen Umständen die Larven nicht mehr schlüpfen. Ganz einfach. Ja, und wir haben, wenn die Gülle nicht richtig fließfähig ist und homogen, natürlich auch das Problem, dass das am Futter anhaftet und letztendlich wieder die Grundlage ist für die nächste Ernte, dass wir uns da pathogene Keime mit in die Silage mit reinschleppen und da können wir, dann haben wir da wieder die Verpilzung und so weiter und so fort. Aber auch wenn die Gülle ätzt und nicht richtig aufbereitet ist, haben wir Schädigungen im Boden zu beobachten. Das heißt, die Krümelstruktur des Bodens geht noch und noch verloren und ist natürlich dann der Grund, dass bei geringsten Bewegungen und ein bisschen Wind uns da sehr viel Humus verloren geht. Die Krümelstruktur hat auch sehr viel damit zu tun, dass der Boden eine bestimmte Wasserspeicherfähigkeit besitzt und dass er belastbarer ist, weil stabile Poren entstehen. Und wenn die noch und noch verloren gehen, werden natürlich die Schäden auf dem Acker oder im Grünland immer größer, weil die Bodenstruktur einfach sich noch und noch verabschiedet. Was ist jetzt der Lösungsansatz? Wo fangen wir an mit Mikrobiologie? Also ich kann Leben sehr stark mit Leben beeinflussen, steuern, unterstützen. Und darum versuchen wir natürlich aus all diesen Prozessen lebensfeindliche Stoffe, Chemie fernzuhalten. Das ist ganz wichtig. Generell in der Landwirtschaft, wo ich vom Leben lebe, habe ich dauerhaft keine Lösung, wenn ich alles töte, was mir nicht passt. Da gibt es andere Methoden. Die Mikrobiologie ist sehr vielfältig und für uns sehr spannend. Und wir versuchen natürlich immer mehr daraus zu lernen. Die Schulwissenschaft gibt uns da
nicht so viele Antworten. Wir forschen da sehr viel selber drauf. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, geht es uns darum, eine positive Dominanz zu erzeugen. Also es ist so, dass wir, wenn wir mit Mikroorganismen jetzt in ein System reingehen, ob das die Verdauung ist, ob das die Silage ist oder ob das die Gülle ist, was auch immer, wir sind nicht angewiesen, dass wir da komplett die Mikrobiologie austauschen, sondern wir tauschen letztendlich nur die Vorarbeiter aus. Und wenn die vorherigen Vorarbeiter sagen, der Prozess geht in Fäulnis, dann haben wir ganz viele Mitläufer und Opportunisten, die dann dieses Prinzip der Fäulnis unterstützen. Wird aber da ein anderer Ton angeschlagen und sagt, na, wir gehen jetzt in einen aufbauenden Prozess, dann dreht sich das ganze System und geht in einen aufbauenden Prozess. Und das kann ich steuern. Das kann ich jetzt steuern, zum Beispiel im Void, indem ich Mikroorganismen ausbringe. Ich kann das steuern bei mir im Stall, dass ich einfach immer wieder mit einem ganz minimalen Input diese Milieusteuerung in eine bestimmte Richtung lenke und dann unter die Spalten oder im Schwemmkanal schon eine andere Entwicklung habe. Und das ganze System haben wir zusammengefasst, wie ich zuerst schon erwähnt habe, in das Rosenheimer Projekt. Und das Rosenheimer Projekt steht eigentlich auf zwei Säulen. Das eine ist die mikrobielle Milieusteuerung und das andere ist die Kreislaufwirtschaft. Mikrobielle Milieusteuerung hat man vielleicht noch nicht so oft gehört. Kreislaufwirtschaft, das hängt dann schon zu den Ohren raus, das kennt jeder. Aber die Frage ist, macht es auch jeder? Habe ich wirklich den Blick in meinem Betrieb darauf, wie bestimmte Mechanismen und Zusammenhänge aufeinander treffen und dann zusammenspielen? Ist es alles lebensaufbauend oder habe ich da dazwischendrin Prozesse, die genau entgegenwirken und ich habe dadurch Verluste? Und das sehen wir ganz deutlich bei der Gülle. Die Gülle ist ja an sich kein natürliches System. Das haben wir geschaffen, die Kur ist ganz anders entwickelt. Die hat eigentlich zwei Ausgänge, einmal für Urin, einmal für die Feststoffe. Und wir haben uns das halt technisch so ausgedacht, weil das dann miteinander vermengt besser durch den Treibmisten ausgeht. Und wir haben nicht mehr die Arbeit zum Ausmisten. Das technisch ist das völlig richtig, aber wir haben uns keine Gedanken gemacht, wie das mikrobiologisch ausschaut. Weil wenn ihr jetzt das einfach so laufen lasst, ist es fast zu 100% vorgegeben, dass es zu einem Fäulnisprozess kommt. Und dieser Fäulnisprozess wird nur unterstützt, wenn wir jetzt zum Beispiel in diese Lebensprozesse antibiotische Impulse geben. Das heißt, wir haben jetzt in der Herde irgendein Problem, müssen Medikamente geben und die Ausscheidung dieser Medikamente, weil die bleiben ja nicht in der Kur, sind dann verstärkt in der Gülle und bremsen, blockieren mir da Umsetzungsprozesse im positiven Sinn. Genauso verhält sich mit Reinigungsmittel. Ja, ich habe in meinem Make-Anlag, das soll richtig clean sein, fast desinfiziert, da habe ich sehr starke Säuren und das Abwasser läuft ganz oft in die Güllegruben, weil die Gemeinde sagt, ja, wir wollen die ganze Hofstelle, messen wir nach Quadratmeter und das sollte möglichst teuer werden, aber das Make-Kammerl, ja, da braucht es keine Leitung, das Kind sind Güllegruben. Warum? Die wissen alle, wenn um 6:30 in der Früh die ganzen Bauern der Gegend ihren Milchkammerl waschen und das in den Kanal leiten, dann kippt die Kläranlage um. Aber in der Güllegruben, das wird sich schon irgendwie richten. Also da ist ein großes Thema verborgen, das ist das ganze Thema der Hemmstoff. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir, wenn wir die Gülle sammeln, da möglichst wenig oder gar keine Hemmstoffe hineinkommen. Bei einer Tiermedikation kann ich das nicht verändern, aber ich kann vielleicht auch mittelfristig überlegen, ob ich auf Homöopathie umstelle, dann habe ich diese Thematik in der Gülle nicht. Die Reinigungsmittel auch entweder umstellen,
Es gibt da sehr gut verträgliche und abbaubare Reinigungsmittel oder eben in den Kanal leiten. Oder in eine eigene Auffanggrube und das entsorgen, aber halt nicht in die Güllegrube, weil die Gülle ist eigentlich sehr, sehr wertvoll. Also für einen Betrieb ist der eigene Hofdünger, was den Kreislauf betrifft, das Idealste, was er eigentlich haben kann, wenn er richtig aufbereitet ist. Und dazu ist halt notwendig, dass ich den Kohlenstoff fixiere, dass ich den Stickstoff, den ich habe, wirklich effizient nutze, Nährstoffkreisläufe schließen und parallel quasi ein regeneratives Mikrobenmilieu aufbauen, das dann immer stabiler wird. Wenn wir am Beginn stehen in einem Betrieb, wo noch nie in dieser Richtung was gemacht worden ist, brauche ich eine relativ hohe Dosierung, also überall das, was bei uns geschrieben steht, mindestens anwenden, um das einmal umzukehren. Wenn sich dieses regenerative Mikrobenmilieu überall etabliert hat, das ist im Steu, das ist im Schwemmkanal, in der Güllegrube, das ist auf den Böden zu finden und somit auch wieder in der Silage und kommt über die Fütterung wieder rein und gibt wieder einen neuen positiven Impuls, dann kann ich auch nach und nach meinen Input reduzieren. Da entwickelt man dann im Laufe der Jahre ein eigenes Gefühl, weil man ja sofort merkt, wenn sich wo was verändert. Also, das Erste ist, die Mikrobiologie zu steuern. Das kann im Stall schon beginnen mit einer Vernebelung, aber eben dann in die Güllegrube. Da braucht man mindestens 1 Liter pro Kubikmeter Gülle von den eben aktiv. Und dann ist jetzt ein wichtiger Punkt, den Stickstoff, den wir haben, zu puffern. Wir wissen, dass schon durch die Neigung, wenn die Gülle fault, dass das der Ammoniumstickstoff in Form von Ammoniak vergast. Das können wir jetzt durch die mikrobiologische Wandlung verändern. Aber jetzt geht es darum, diesen Stickstoff zu binden. Der Stickstoff in der Gülle ist wasserlöslich. Das heißt, wenn wir Gülle ausbringen, was viele einfach so noch von früher im Hinterkopf haben, am besten bei einem Nieselregen, dass das groß sauber geschwappt wird, dann ist es schon schwierig, weil es könnte ja ein bisschen mehr draus werden, es ringt mehr und dann geht schon sehr früh der Nährstoffe verloren. Also wir bringen in der Regel, und das ist jetzt ganz wichtig, was die Düngeverordnung betrifft, wir bringen teilweise nicht mal 30% der Nährstoffe, die eigentlich die Kuh verlassen, letztendlich an unsere Pflanzen. Aber was die Kuh verlässt, das wird bei der Berechnung herangezogen. Und das muss ich mir auch erhalten. Und dann komme ich beim Grünlandbetrieb komplett ohne Handelsdünger aus. Das ist überhaupt keine Rede. Aber wenn ich die Gülle natürlich so sträflich vernachlässige und mir sämtliche Nährstoffe entweder vergasen oder im Grundwasser oder in tiefere Schichten landen, dann ist natürlich klar, dass eng wird, dass man sagt, ich bräuchte jetzt nochmal eine Handvoll Handelsdünger, weil dann hätte ich einen Vollertrag und so habe ich so ein bisschen ein Zwischending. Die Pflanzenkohle ist geeignet, also Nährstoffe in seiner Struktur aufzufangen. Ja? Also die Mikroben transportieren die Nährstoffe in diese Porenstruktur, das ist jetzt eine sehr starke Vergrößerung von der Pflanzenkohle, in diese Porenstruktur werden quasi Nährstoffe eingelagert. Die werden sogar mit Hilfe von Gelatten dort fixiert. Und jetzt kann es regnen, es kann schneien, es kann wieder regnen. Die Nährstoffe bleiben dort drin. Also die Untersuchungen und Forschungen von der Terra Preta zeigen uns, dass über Jahrzehnte Nährstoffe so gepuffert werden können. Werden sie aber braucht, das heißt, es ist eine Pflanze im Umfeld, die jetzt eigentlich noch Nährstoffe braucht, dann wächst aus der Pflanze die Wurzel und aus der Wurzel diese kleinen Haarwurzeln und an der Spitze der Haarwurzeln kommt es zu Wurzelausscheidungen und die lösen wieder die Gelatte auf und die Pflanze bedient sich wie an einer Batterie an den Kohlepartikeln und holt da die Nährstoffe wieder raus. Und das ist mehr als spannend
Und gleichzeitig ist, wenn ich jetzt diesen Prozess starte, dass es bei der Güllegrum wirkt wie ein Geruchsverschluss. Also das ist sofort vorbei. Geruch, so wie man aus der Güllegrum kennt, dort, wenn es eine offene Grum ist und ich fahre da mit dem Flügelrührer rein, da habe ich normalerweise schon Ausgasung. Sobald die Kohle mit dazu kommt, hört das auf. Das ist sehr, sehr spannend. Und es ist auch schön, wenn man sieht, wie sich das verteilt und was das dann für sahnige Angelegenheit gibt. Also da dabei zu sein und neu zu schauen, das macht immer wieder Freude. Kohle ist jetzt da in dem Zusammenhang nicht gleich Kohle. Also ganz wichtig ist mir auch zu betonen, dass unsere Kohle einem speziellen Prozess unterzogen wird. Das heißt, unsere Kohle wird nicht frisch, wie sie aus dem Ofen kommt, in die Güllegrum verlagert, sondern wir haben immer ungefähr 1.500 bis 2.000 Tonnen Kohle auf Lager. Das heißt, ein Jahr lagert die Kohle bei uns im Freien. Sie wird bei Anlieferung mit Mikroorganismen besprüht und wird dann immer wieder umgeschichtet. Und es gibt inzwischen sogar eine Studie von der TU in München, die eben belegen konnte, dass durch diesen Prozess auf der Kohle ein Biofilm entsteht. Und dieser Biofilm macht die Kohle noch wirksamer. Weil wenn sie quasi so ja, blank, steril in die Gülle kommt, dann dauert es sehr lang, bis das von diesem lebendigen Prozess angenommen wird. Hat die Kohle aber einen Biofilm, dann ist es sofort mit dem Geschehen und es geht unmittelbar ganz schnell, dass die Kohle Nährstoffe aufnimmt. Die rühren wir also da rein und optimalerweise rührt man dann in diesem Prozess gleichzeitig oder anschließend auch das Gesteins mit rein. Also das Biolit oder Roprolit, wie es bei uns heißt, ist ein Urgesteinsmehl mit sehr vielen unterschiedlichen Mineralien und Mikromineralien, bietet auch nochmal Oberfläche, aber unterstützt natürlich die mikrobielle Umsetzung, weil die Mikroorganismen auf Mineralien stängern. Und sie nisten lieber auf einem mineralischen Untergrund, wie jetzt auf einem organischen, sprich auf der Kurscheiße. Wer Gesteinsmehl einbläst, unterstützt also diesen Umsetzungsprozess zum einen. Die Gülle wird noch sämiger, noch flüssiger. In dem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, ich habe zuerst von den Hemmstoffen gesprochen. Als eindeutiger Hemmstoff in der Güllegrum gilt auch das Wasser. Also überlegt euch da ganz genau, was macht's. Viele haben schon die Dochrin so baut, dass automatisch in die Güllegrum läuft, weil man sagt, ja, und dann habe ich diese Verstopfungen nicht, die Gülle wird flüssiger und diese Probleme sind weg. Es sind manche Probleme dadurch weg, aber andere entstehen. Also die Gülle, Umsetzungsprozesse funktionieren wesentlich schlechter, je mehr Wasser da drin ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich eine verfestigte Gülle mit Wasser versuche aufzurühren, ist ein sehr hoher Energieaufwand, bis das mal flüssig wird. Und dann ist es wie eine Emulsion. Und erinnert euch an das Bild der Futterverschmutzung, das wir zuerst gehabt haben, wo man richtig gesehen hat, wo die Gülle gefahren ist. Das ist mit so einer Emulsion. Das heißt, ich bringe die Gülle aus, die Feststoffe bleiben hängen und die Flüssigkeit fließt nach unten. Und dann ein Tag Sonne, dann trocknet es hier und es geht nicht mehr runter. Wenn ich aber die Gülle mikrobiell und mit Kohle und Steinmehl aufbereite, dann ist es ein Prozess, das quasi eine zähflüssige Masse schafft. Die Gülle ist wie Schleim und fließt komplett ohne Rückstände von der Pflanze runter. Das ist ein wichtiger Faktor. Also da zum Bedenken, dass man, wenn man die Güllebehandlung so wie beschrieben macht, kein Wasser mehr braucht, damit das funktioniert. Hat natürlich noch andere Vorteile. Manchmal tut man ja bis zu 50% Wasser rein, das heißt auch 50% mehr Kosten bei der Ausbringung. Und 50% mehr Bodenbelastung, Bodendruck. Das kann man sich letztendlich sparen.
Ganz ein wichtiger Hinweis ist, wir liefern das Gesteinsmehl aus dem Silozug. Es ist aber praktisch im Steuer immer wieder mal eine Schaufel parat zum haben. Das kann man zur freien Aufnahme auch die Hühner hinstellen, dass sie sie bohren können. Das ist sehr gut gegen die Hühnermilben, aber auch auf die Spalten, damit die griffiger werden. Somit kommt eine minimale Menge auch schon in den Schwemmkanal mit rein. Es gibt ganz, ganz viele Anwendungen, die ich da brauchen konnte, wenn ich da so ein Big Bag stehen habe oder mehrere. Aber da als kleiner Tipp, wer Gesteinsmehl im Silozug bekommt, kann nach Voranmeldung am besten vorher sagen, checken, ob genügend Big Bags da sind, sonst bringen wir einen mit, kann sich das vor Ort abfüllen lassen. Dann ist es wesentlich billiger, wie wenn man die Big Bags einzeln so durch die Gegend schickt. Ja, und im Biolith, in dem Gesteinsmehl, ist auch sehr viel Silikat. Und Silikat ist der Grundbaustoff der Pflanze, die sie braucht, um sich gegen Pilze zu schützen. Und ihr kennt alle die Bilder, die jetzt im Frühjahr wieder auftauchen, so der Schneeschimmel. Das sind ganz eindeutige Folgen von Silikatmangel. Und das kann ich mit dem Gesteinsmehl regulieren, beziehungsweise kann da auch mit einem Diabas-Sand, mit dem Sandelit arbeiten, das ich jetzt zum Beispiel auch ganz einfach mit einem Flächenstreuer ausbringen kann. Da kann ich auch am Boden mal ein Depot geben. Ist noch günstiger als Gesteinsmehl. Also wer jetzt keine Gülle hat oder das Gesteinsmehl in der Gülle nicht anwenden will, kann das über Sand direkt auf die Flächen, Wiesen oder Acker zu jeder Jahreszeit ausbringen. Wenn ich über so eine Gülle spricht, dann ist natürlich oft bei manchen Fragezeichen und sagen, ja, und dass die gar nicht mehr riecht und das glaubt man ja nicht. Ich habe da einen Vortrag gehalten bei der Uni in Zürich in Wädenswil. Deren Professor ist sehr führend, was die Therapeuta-Forschung und die Forschung mit Pflanzenkohle betrifft. Aber nach meinem Vortrag hat er dann gesagt, ja, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also dass die Gülle gar nicht mehr riecht, das bleibt doch Gülle, das können Sie mir nicht erzählen. Ich habe dann gesagt, ja, da können wir aber jetzt auch nicht diskutieren. Am besten ist, Sie kommen und schauen Sie das an. Und dann sind wir eben zu einem Landwirt gefahren, der Rinder- und Schweinegülle hat. Und wie alle umgestanden sind, also der Landwirt hat sich auf diesen Gülletourismus bestens vorbereitet, wie alle umgestanden sind, haben wir das erste Mal gerührt. Und das schauen wir uns jetzt in einem kleinen Videoclip an. Ich denke mal, viele von euch kennen die Bilder, aber natürlich nicht mit Publikum daneben. Und das ist nochmal ganz was Eigenes. Jetzt muss man wissen, reine Gülle von der Milchviehbetrieb riecht nochmal anders wie Schweinegülle. Und das gemischt ist eigentlich schon was Knackiges. Und umso erstaunlicher ist, dass das eigentlich sehr gut auf die Besucher gewirkt hat, weil die eben da am Rand gestanden sind und gesagt haben, ja, was ist da drin? Das gibt's doch nicht, das ist doch keine Gülle. Niemals. Wir haben gewusst, dass es eine ist und es war auch eine. Die Behandlung, die wir bei der Gülle machen, machen wir auch noch der Biogasanlage im Gäresbehälter. Aber als kleinen Tipp für all diejenigen, die eine Biogasanlage betreiben, ich kann natürlich auch den Prozess im Fermenter stabilisieren. Aber bitte da nicht mit effektiven Mikroorganismen arbeiten, weil wir wissen, ich habe es vorher deutlich gesagt, unser Bestreben ist, Fäulnisprozesse zu eliminieren und zu wandeln in einen Rotte-Fermentationsprozess. Und der Fäulnisprozess ist ein degenerativer Prozess. Das heißt, da werden Stoffe gespalten, Nährstoffe abgestoßen. Das ist dann in Form von Gas da nutzbar. Wenn ich aber jetzt da unsere Mikroorganismen reingebe, dann würde genau dieser Prozess, weil das ist eine Biogasanlage, ist ja eigentlich eine Faulgasanlage, wenn man es jetzt mal so bezeichnet, dann würde es genau diesen Prozess bremsen und ich hätte da fast kein Gas mehr. Aber ich kann um den Wandlungsprozess in der Biogasanlage zu stabilisieren,
sehr wohl mit Pflanzenkohle arbeiten. Und zwar gebe ich da 1 Promille, das heißt 1 Kilo auf 1 Tonne beim Zufordern. Und ich kann ungefähr noch 20 Kilo Gesteinsmehl reinbringen. Aber die Kohle ist da ein sehr stabilisierender Faktor und ich kann dann bei der Gärrestbehandlung hinten diese Menge an Kohle auch mit anrechnen. Also ich tue in die Gülle 6 Liter Pflanzenkohle rein für einen Kubikmeter und ungefähr 30 Kilogramm Gesteinsmehl und 1 Liter von den Mikroorganismen. Ja, wenn jetzt die Gülle richtig behandelt ist, dann hat es natürlich Auswirkungen. Wir haben zuerst von Futterverschmutzung gesprochen. Das sind jetzt 2 Flächen nebeneinander, 2 unterschiedliche Besitzer, die zufälligerweise am gleichen Tag Gülle gefahren haben. Und wir sehen auf der ersten Fläche, man sieht zwar die Spuren, aber man sieht in dem Sinn keine Gülle. Und zu dem Hinternbüdel brauche ich jetzt nichts dazu sagen. Was natürlich auch entscheidend ist, die Verträglichkeit der Gülle. Wichtig ist, wenn wir Bestände qualifiziert anschauen wollen, dass man von oben reinschaut. Wenn man so schräg schaut, da sieht man dann oft so Buschen und richtig schön und steht das wieder gut. Aber wenn man von oben reinschaut, dann sieht man, was man da jetzt an Potenzial auf der Fläche tatsächlich verschenkt. Weil da könnte wirklich wesentlich mehr wachsen. Aber es wächst nicht. Warum? Weil die Gräser, die da dazwischen waren, haben sich selektiert. Die sind weg, weil sie die Gülle nicht vertragen. Es ist also ganz wichtig, dass die Gülle behandelt ist, aber ebenso auch wichtig, dass die Gülle in der richtigen Menge ausgebracht wird. Also an der Stelle nochmal, was die Güllemenge betrifft, die behandelte Gülle, so wie wir sie machen, wie beschrieben, da reichen im Grünland 10 Kubikmeter pro Schnitt. Denkt jetzt manche, oh, das ist total wenig. Ja, klingt so, aber bei 10 Kubikmeter Rindergülle habe ich 40 Kilogramm N. Und wenn ich das eine Zeit lang durchziehe, dann wächst automatisch der Klee. Und der Klee bringt mir nochmal 20 Kilogramm und dann bin ich beim Grünland im Vollertrag. Und das, was ich an Güllemenge spare, das kann ich dann durch die Depotwirkung von der Pflanzenkohle auch dann bei Starkzehrern, bei Mais und so weiter verwenden. Was ganz schnell sich einstellt, ist nicht nur, dass sich der Grasbestand verändert, sondern natürlich auch die Bodenstruktur. Nehmt mal vom Nachbarn Erden, also ihr kauft im Supermarkt so 1,5 Liter Wasserflaschen, schneidet die beim oberen Drittel aus, kehrt das oben um und in diesen Trichter schmeißt die Erden vom Nachbarn und schützt da so 1,5 Liter Wasser drüber. Und dann werden wir von oben betrachtet sehen, ja, dass das relativ verschlemmt ist. Und dann nehmt ihr mal eine Erde von einer Fläche, wo ihr schon 3 Jahre Güllebehandlung macht. Und dann werdet ihr sehen, das ist eine ganz andere Struktur. Da ist eine Krümelstruktur und die lässt sich nicht verschlemmen. Aber noch spannender wird es, wenn wir uns jetzt die Behälter von der Seite her anschauen, dann sehen wir da auf der, bei der Probe, wo das so verschlemmt ist, unten ungefähr 1 Zentimeter Bodensatz und bei dem anderen haben wir eine leichte Eintrübung, unten ganz minimal wenig. Das ist richtig. Das Spannende ist nämlich, dass wir im Kopf, wenn wir an Humusverlust denken, dann haben wir solche Bilder im Kopf. Irgendwo Acker, Hanglage, starker Regen, Krümelstruktur aus irgendwelchen Gründen bei dem Boden nicht mehr vorhanden und dann habe ich Humusverlust. Ja, da vorne ist ein Beutel nimmer, ist ein Grom und dieser Grom entsorgt Jahr für Jahr etliche Tonnen Humus von dieser Fläche. Und da reicht es nicht aus, was über den Sahara-Staub wieder zurückkommt. Das ist einfach weg. Das heißt, wir haben Humusverlust klar, wie uns bewusst ist, oberflächlich zu beobachten. Aber es gibt da natürlich den Humusverlust, der stillschweigend auf der Fläche passiert, einfach dass bei Starkregen die Feinteile nach unten verschwinden. Das bringt uns natürlich in Bredouillen. Oben, ich rufe manchmal Bauern und sage, ich weiß nicht, was bei mir ist, da wachsen plötzlich die Storner. Ja? Die Storner wachsen da natürlich nicht, sondern der Feinanteil um die Stor verschwindet zusehends nach unten. Und das hat wiederum
Auswirkungen dann auf den Ernteertrag, es hat aber auch Auswirkungen auf die Verunkraftung. Weil mit dem Feinanteil verschwemmt sich natürlich auch Nährstoff nach unten. Und alles, was tiefer wird, 10 cm, ist es zum Beispiel beim Grünland gar nicht mehr vom Gras zum Fangen. Das holt sich dann der Ampfer. Das heißt, Nährstoffe, wenn in zu tiefen Bodenschichten gelangen, ob jetzt über die Krümel aus dem Humus oder über die Gülle, sind der Keimimpuls für den Ampfer oder die Distel. Ja, und um solche Prozesse nachzuvollziehen, ist halt immer wieder mal wichtig, in den Boden hineinzuschauen. Also da steht jetzt zwar der Bauer in dem Loch, aber ehrlicherweise, Grom hat es der Lehrling. 80 cm tief, wir wollten einfach mal schauen, was passiert dort. Das ist eine Fläche, da haben wir Terra Preta ausgebracht und wir haben an anderer Stelle Grom, wo das nicht der Fall war. Was da sehr interessant war, dass wir in den Wurmröhren die Kohle gefunden haben. Also nochmal, wenn ich sage, wir tun 6 Liter Pflanzenkohle auf einen Kubikmeter Gülle, muss man sich vorstellen, wenn man das ausbringt, das ist wie mit dem Pfefferstreuer, da findet sie ja nichts mehr. Aber der Wurm findet es und der Wurm, wir wissen immer noch nicht warum, aber er kleidet sich damit seine Wände aus. In der Kohle sind Nährstoffe, die Pflanzen checken das, wachsen diese Wurmröhren hinterher und wachsen so durch die Pflugsohle durch. Erschließen sich in tieferen Schichten Wasser und Nährstoffe, also ein ganz anderes Gefüge besteht da sogar. In einer Tiefe von 80 cm haben wir noch solche Röhren gefunden. Gleichzeitig passiert aber noch mal was anderes. Wir haben einen Versuch gemacht an der Uni in Leipzig, und zwar mit Gärresten aus der Biogasanlage und ganz normaler Gülle, und haben diese Gülle jetzt bewusst mit EHEC-Bakterien, EBCO-Viren und pathogenen Keimen befrachtet und konnten feststellen, dass nach 14 Tagen Fermentation all das nicht mehr nachweisbar war. Und sogar Spulwurmeier, die in dem Versuch das Knackigste waren, waren nach 8 Wochen Fermentation nicht mehr überlebensfähig. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir über diese Art von Güllebehandlung tatsächlich eine Hygienisierung einleiten. Problem ist immer, wenn wir irgendwelche pathogenen Keime in der Gülle haben, dass wir die über die Ausbringung, über den Grasbestand wieder in die Silage neu befördern. Und in der Silage unter den dementsprechenden Umständen, Luftabschluss, Wärme, Feuchtigkeit, können natürlich solche pathogenen Keime sich extrem wieder ausbreiten und führen natürlich dann zu dementsprechenden Problemen bei der Fütterung oder zur Verpilzung von dem Bestand. Man muss das rausklauen. Wir wissen alle, dass das ein Schmarrn ist, wenn wir es einfach nicht mehr erwischen letztendlich. Ich habe da noch eine Folie aus einem Auszug von einer Meisterarbeit. Wer das Ganze sich anschauen will, ist auf unserer Website bei wissenschaftliche Untersuchungen zu finden. Das war die erste Meisterarbeit, die zu diesem Thema gemacht worden ist. Es war ein Meisteranwärter von der Landwirtschaftsschule in Schönbrunn bei Landshut. Ganz interessanterweise, der hat als Vorberuf Koch gelernt und hat auch dementsprechend exakt wie im Kochbuch beschrieben diesen Gülleversuch gemacht. Er hat also Gülle genommen, hat die mit Wasser verdünnt, hat in einer anderen Probe ein biologisch-dynamisches Präparat angewendet, hat EM und Kohle angewendet, hat EM und Gesteinsmehl angewendet und hat in der dritten Variante EM, Gesteinsmehl und Kohle angewendet, hat 3 Schnitte auf seinem Betrieb dokumentiert. Die ersten 2 Schnitte hat er ganz normal gedüngt, wie das an dem Betrieb üblich war, und den dritten überhaupt nicht mehr. Und den dritten Schnitt hat er dann ebenso ausgewogen wie die anderen auch und hat ihm festgestellt, dass er bei der mit EM, Gesteinsmehl und Kohle behandelten Gülle auf dieser Parzelle den meisten Ertrag gehabt hat und diesen Ertrag
von Gross hat er dann zurückgerechnet, wie viel Stickstoff brauche ich, um diesen Mehrertrag letztendlich zu generieren, und hat das dann wieder umgerechnet mit den Kosten, die entstehen, um diese Gülle so zu behandeln. Und da ist dann eindeutig rausgekommen, dass das im ersten Jahr schon rentabel ist. Und uns ist letztendlich darum gegangen, einen Beweis zu führen, dass tatsächlich von den ersten beiden Düngegaben, vom ersten und zweiten Schnitt, Teile gepuffert wurden, die dann im dritten zur Verfügung standen. Das war eigentlich die Beweisführung. Und ja, wer das länger macht, wer das auch unter wirtschaftlichen Aspekten anschaut, der kommt natürlich dann zu eigenen Schlüssen. Und gerade in Gebieten, wo Landwirtschaft und Tourismus aufeinanderklaffen und wo die einen sich sehr bemühen, dass da keine Konfrontationen gibt und andere wieder nichts machen, da gibt es dann eigene Arten, wie Landwirte miteinander kommunizieren, um einfach ins Gespräch zu kommen, um das zum Thema zu machen. Wir haben jetzt sehr viel von Gülle geredet, aber das Ganze, was ich jetzt auch geredet habe, gilt natürlich auch letztendlich für Festmist oder auch für andere Organik. Also immer mehr Bauern gehen ja dazu über, dass sie mal einen nicht so guten Schnitt oder irgendwelche Abfälle vom Putzen oder zu Terra Preta verwandeln. Und da läuft es dann letztendlich genauso. Wichtig ist, dass ich mich halt technisch so anrichte, dass das Ganze einfach rationell zu machen ist. Gehen wir nochmal kurz zur Milieusteuerung im Stall. So nochmal ein Bild von einer Vernebelungsanlage in so einem kleinen Rinderstall, Laufstall, dass einfach versucht wird, dass das überall hinkommt. Hat natürlich auch die Auswirkung sofort auf das Stallklima. Da haben wir eine Langzeituntersuchung gemacht zur NH3-Reduktion, also wie viel Ammoniak ist tatsächlich weniger in dem Stall, und wir haben da eine 30-prozentige Reduktion erfahren. Das ist ja eigentlich schon sehr früh, und ich muss sagen, da horchen jetzt viele auf, einfach auch nicht nur, was der Düngeverlust ist, der da entsteht, sondern auch, was die Tiergesundheit betrifft, ist es nicht, nicht von der Hand zu weisen, dass das sehr entscheidend ist. Was das Miteinander betrifft, ist natürlich auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Wir haben da die Luftaufnahme von einer Hofstelle, da geht die Hauptstraße daneben vorbei. Gegenüber der Straße sind die zwei Güllegruben, und unmittelbar neben den Güllegruben ist der naheliegendste Nachbar. Und wir sehen da jetzt auch die Spuren und den Spritzbereich vom Güllefassel. Man sieht also, dass der direkt an den Gartenzaun von dem Nachbarn die Gülle spritzt. Und das Besondere an der Aufnahme ist, ich weiß, dass der Landwirt ganz gern samstags Gülle fährt, und der Nachbar dort auf der Seite, wo die Gülle ausgebracht wird, auf seiner Terrasse samstags gern frühstücken. Und das kollidiert normalerweise. Aber der Bauer macht eben schon 12 Jahre Güllebehandlung, und man hat da keine Konfrontation mit dem Nachbarn, weil es einfach super gut funktioniert. Ganz wichtig ist uns natürlich auch die Qualität vom eigenen Futter, ob das jetzt eine Silage ist oder Heu. Ich kann da eine dominante Milchsäurevergärung mit dem Zusatz von CFKE einleiten und habe natürlich da keine Futterverluste, weder Beeinträchtigung bei der Silage noch beim Hai. Also beim Hai, das ist vielen vielleicht gar nicht so präsent. Oft hat man das Gefühl, das Hai stappt. Und wenn man dem aber auf die Spur geht, dann ist das kein Schmutz, sondern es sind Pilzsporen. Das Hai kommt ja mit einer bestimmten Feuchte in den Heistock oder ins Lager oder wird presst. Und wir wissen alle, es kommt dort zu einer Nacherwärmung. Das heißt, da ist ein Prozess am Laufen, und das ist ideal, diese schwitzende Feuchtigkeit, die Wärme für die Pilze. Und wenn ich jetzt eine Pilzbelegung da drauf habe, das ist der Naturbesatz,
müsst euch das vorstellen, das ist wie, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Apfelmust gemacht hat. Ihr könnt den Apfelmust entweder den Saft pasteurisieren und dann mit einer Reinzuchthefe beimpfen, oder ihr nehmt den Apfelmust und setzt ihn einfach so auf, macht meinen Gärspund drauf und arbeitet mit dem Naturbesatz, was auf dem Apfel an Impulsen drauf ist. Und beim Heu, bei der Silage ist das Gleiche. Der Naturbesatz von unserem Grundfutter auf der Wiesen erfolgt über die Begüllung. Bringe ich über die Gülle viele pathogene Keime und Krankheitserreger, dann habe ich das natürlich als Impuls auch in der Silage und dort vermehrt sie sich. Habe ich jetzt da eine regenerative Dominanz und keine pathogenen, dann habe ich ja, wie man da beim Heu dann sieht, ein Heu, das nicht mehr staubt und das auch zum Beispiel von Pferden extrem gut vertragen wird. Ich habe ganz am Anfang gesagt, wir haben es da mit Lebensprozessen zu tun. Und wenn das ganze System gut läuft, dann zeigt sich das auch. Es sind halt manchmal Bereiche, wo man niemals drauf kann, sowas zu messen oder auszutesten. Aber manchmal spielt dann halt irgendein Zufall was zu. Das ist ein Bild von vor 2 Jahren. Da hat es bei uns im April nochmal geschneit. Und wir haben wieder 2 Nachbarn. Der eine macht Güllebehandlung schon seit 12 Jahren, der andere macht nichts. Und wir haben 2 unterschiedliche Bilder auf der Wiese. Das erste ist von unserem Kunden, das andere ist der Nachbar, relativ intensiv, und dann ist wieder Wiese von unserem Kunden. Und wir sehen halt, dass der in der Vegetationsperiode ein bisschen früher dran ist, weil halt der eine höhere Bodentemperatur hat. Also erhöhte mikrobiologische Tätigkeit heißt automatisch eine höhere Bodentemperatur, und das hat sich halt da wieder gespiegelt. Also der ist ganz sicherlich nicht mit dem Haarföhn darüber und hat den Schnee weggeschmolzen, sondern bei ihm ist er halt aufgrund dessen, dass er erhöhte Bodentemperatur hat, weggeschmolzen. Mich würde das noch interessieren, aus welchen Bundesländern ihr kennt. Bitte schreibt es uns einfach euer Bundesland, wo ihr daheim seid, in die Chat-Funktion. Wenn jemand dabei ist vom nahen Ausland, Österreich, Schweiz, Holland, Frankreich, egal. Uns interessiert es. Das letzte Mal war der weiteste aus Schweden. Es ist für uns auch ganz interessant zu wissen, wo letztendlich das größte Interesse da liegt. Was uns auch noch interessieren wird, wenn es gerade dabei seid, die Güllemenge, die ihr habt alljährlich, und ob ihr eine Güllebehandlung schon macht und ob ihr mit uns was macht oder ob mit irgendwas anderem oder eben nichts. Ja, 20 Jahre machen wir das jetzt mit diesem Rosenheimer Projekt. Was uns da wichtig ist, wenn wir mit den Bauern arbeiten, dass wir immer wieder unsere neuesten Erkenntnisse weitertragen, dass wir Kooperationen eingehen, wie schon erwähnt, mit Dietmar Näser, Friedrich Wenz, immer wieder auch Wissen von außerhalb zu uns reinholen und ganz einfache Methoden einfach lehren. Ja, ich muss ab und zu mal in den Boden reinschauen, ich muss mir den Boden anschauen, ich muss am Boden riechen, das geht nicht alles vom Fenster aus, sondern da muss ich ab und zu raussteigen, muss meinen Spaten dabei haben. Und dann sollte ich natürlich auch wissen, was rieche ich da, wenn ich an so einer Vase rieche. Also wir riechen letztendlich die Ausscheidungsprodukte der Mikroorganismen. Und wenn so ein Boden richtig blumig, vielfältig riecht, dann ist es ein Boden, der sehr belebt ist. Und wenn man jetzt mal mit dem Spaten ein paar Schritte weitergeht zum Maisfeld, dann können wir oft feststellen, dass dieser Boden nimmer riecht. Das ist schon mal schlimm. Aber noch schlimmer ist, wenn er stinkt. Also, und wenn man dann noch, wenn man tiefergrabt, das ausgrabt, was man im letzten Jahr unterpflückt hat. Dann wissen wir, der Boden ist gar nicht mehr belebt und da sind auch
Fäulnisprozess. Also unser Nasen, das ist nicht umsonst genau über den Mund angebracht, das ist ein ganz großer Indikator. Wenn was gut riecht, dann ist es meistens auch sehr gut bekömmlich. Und wenn was schlecht riecht, dann wüsste man schon, da verdirbt was, da fault was, da stimmt was. Die Wasserdurchlässigkeit. Ein einfaches System, man nimmt so 50, 60 cm KG-Rohr, rammt es im Boden rein, schüttet da 10 Liter Wasser und schaut einfach mit der Stoppuhr, wie lang dauert es, bis das Wasser versickert ist. Ich habe es da gerade gesehen, wir waren da bei einem Landwirt, der ist in einem Schwemmgebiet kurz vor die Alpen und es ist ein sehr, sehr guter Boden, überall ganz gleichmäßig, aber wir haben Flächen gehabt, da war das Wasser innerhalb von 15 Sekunden weg und an anderer Stelle ist das Ganze 10 Minuten, 20 Minuten stehen bleiben. Da weiß man dann, hoppla, da fällt was. Wie kann ich jetzt da einwirken, wenn ich merke, meine Fläche ist einfach zu, die ist oben bredelhart, da geht kein Wasser mehr. Und wenn es ein Starkregen ist, habe ich da Überschwemmung oder habe einfach die dementsprechende Verluste vom Wasser. Da kann ich einwirken mit ganz was Einfachem. Das ist so eine Stichelwalze. Da sprühen wir auch den Bodenverjünger. Das ist ein spezielles Produkt zum Humusaufbau und für den Boden. Auf diese Zinken und durchs Fahren stechen die ein. Da komme ich ungefähr immer so 15, 18 Zentimeter rein. Damit bringe ich Luft in den Boden und kann das Milieu letztendlich umbauen. Es ist sehr, sehr erstaunlich, wie schnell die Pflanzengemeinschaften sich dann nach so einer Behandlung verändern. Es gibt viele Unkräuter, die können nur in einem sehr verdichteten Boden sich vermehren und wachsen. Und sobald ich da Luft reinbringe, verschwinden die von selber. Das ist ein Biolandwirt und da sind ganze gelbe Flächen entstanden. Es hat ausgeschaut, als hätte er selektiv da was rausgespritzt. Das hat er aber nicht, sondern es war wirklich nur die Luft da drin. Gibt es natürlich auch für größere Flächen kein Problem. Ich mehr jetzt noch kurz das Thema Güllebehandlung haben wir eigentlich so weit abgeschlossen, aber ich möchte einfach den Bogen noch ein bisschen weiter spannen und das Thema Humusaufbau noch ein bisschen mit reinbringen. Wirklich auch nur kurz skizziert, aber dass ihr einfach davon mal was gehört habt, falls es noch nicht der Fall ist. Um den Humus aufzubauen, ist ganz wichtig, dass mein Kreislauf funktioniert und dass ich Blockaden, die im Boden sind, wie jetzt zum Beispiel eine Bodenverdichtung, aufheben kann. Eine dieser Methoden ist, dass ich mit einem Tiefenlockerer fahre. Wir haben 2019 bei unseren EM-Tagen an der angrenzenden Fläche, ihr seht da hinten, einen Teil vom Weizen weggedroschen und haben auf Flächen von 300 Meter Länge sind wir mit diesem Tiefenlockerer gefahren. Und dieser Tiefenlockerer hat uns ja in dieser Tiefe die Erden gelockert und wir sind zwei Spuren weitergefahren mit der gleichen Einstellung, aber da haben wir gleichzeitig den Bodenverjünger noch hinten ausgedüst. Und 6 Tage später haben wir dann einen Versuch gemacht. Dort kann man jetzt schnell mal den Film einspielen, wie diese Tiefenlockerung ausschaut. Jetzt nicht im Acker, sondern ich habe da gerade einen Ausschnitt von einer Wiese. Die Walzentechnik hinten haben wir nochmal ein bisschen verändert, sodass man also inzwischen fast gar nichts mehr sieht. Aber so könnt ihr euch das vorstellen. Wir schauen vorher mit der Sonde, wo ist die eigentliche Verdichtung und dann fahren wir so 2-3 Zentimeter tiefer rein und sprühen gleichzeitig in dieser Tiefe nach hinten den Boden verjüngen. Wir können den Film abbrechen, weil der fährt nur 5 Kilometer weit. Da sehen wir jetzt wieder bei uns am Standort den Versuch. Auf der Fläche, wo wir mit Ferment gearbeitet haben, 6 Tage vorher, ist das Wasser innerhalb von 17, 18 Minuten versickert. Und auf der anderen Fläche ist tatsächlich Stäblin
das jeweils vor einem Publikum, vor 70, 80 Bauern, mehrmals am Tag gemacht, hat jedes Mal zum Grummeln geführt, weil die gesagt haben, ja, da haben sie mit der Bodensonde schon leer gestochen. Also wir haben immer die Ringe dann auch an die Bauern gegeben und gesagt, der Streifen ist 300 Meter lang, sucht euch selber eine Fläche aus, probiert es nochmal, und wir haben immer das gleiche Ergebnis gehabt. Wir waren selber überrascht, weil nach 6 Tagen, das haben wir vorher mit anderen Produkten, diese Geschwindigkeit noch nie erlebt. Das ist wirklich dem Bodenverjünger geschuldet, dieser Neuentwicklung auf Basis von nativen Bakterien. Und da sind wir einfach nur näher dran an dem Geschehen. Und es ist egal, ob die Maschine blau ist oder ob es rot ist oder sonst was. Wichtig ist, dass ich genau die Verdichtungszone lokalisiere, dass ich nicht so tief gehe und dass eben der Bodenverjünger da eingeblasen wird. Dieses Koexistenz statt Konkurrenz, das haben wir aus der Mikrobiologie gelernt. Wir versuchen das auch mit unseren anderen Mitbewerbern, die auf dem Markt sind, so zu leben. Ich glaube, immer wenn man zusammenarbeitet, entstehen Symbiosen. Und diese Symbiosen aber haben wir letztendlich in unsere Produkte drin. Diese Zusammenarbeit von Produkt und Boden, da entstehen dann diese Symbiosen, die man eigentlich erzielen wollen. Es gibt den Bodenverjünger übrigens als Fertigprodukt, gleich anwendungsfertig oder zum selber vermehren. Ja, wenn man sowas entwickelt, dann ist es halt, ja, die kritischen Blicke der Landwirte sind uns da sehr wichtig, und wir haben da eine Zeit gebraucht, bis wir das so weit entwickelt gehabt haben mit der unterschiedlichen Walztechnik, dass das im Grünland ohne weiteres auch vertretbar ist. Gut, dann das nächste Thema, was Humusaufbau unterstützen kann, ist, wenn wir mit Zwischenfrüchten arbeiten, dass wir wirklich das Potenzial, was die Zwischenfrucht auf dem Acker dann steht, hat, wirklich in die nächste Frucht einbringen und nicht das durch Einpflügen oder falsche Behandlung verursachen, dass da wieder sehr viel vergast und verloren wird. Und das können wir mit einer Flächenrotte erreichen. Also die Flächenrotte ist eine Methodik, wo ich die Zwischenfrucht fräse mit ungefähr 2-3 Zentimeter Humus zusammen, und in dieses Gemenge während dem Fräsvergang sprühen wir den Bodenverjünger ein. Das andere liegt dann hinten flach drauf, und nach 6, 7, 8 Tagen, je nach Bodentemperatur, ist dann die Konservierung abgeschlossen. Also es geht nicht darum, das möglichst schnell zu zersetzen, sondern wir wollen es konservieren. Das ist wie eine Art Sauerkraut auf der Fläche. Und dann säen wir quasi auf die Frässohle die neue Saat. Und die Wurzeln ernähren sich dann von der fermentierten Organik und holen das nach und nach rein. Und somit kann ich da sehr viel Kohlenstoff letztendlich wieder in den Boden oder in die Pflanze reinbringen. Da haben wir auch ein kleines Video, wie so eine Flächenrotte ausschaut. Das ist jetzt dann ein Beispiel aus dem Grünland. Wer Grünland umnutzen muss, muss das nicht unbedingt wegspritzen, sondern der kann auch im Grünland so eine Flächenrotte machen. Und ich kann, ohne dass ich jetzt in die Prozesse eingreife, mit irgendeinem Gift diese Umnutzung machen. Was das zur Folge hat, sage ich euch an dem Beispiel. Das haben wir jetzt wieder in einer Sonderkultur, Wein. Dieser Winzer macht mit uns seit vielen, vielen Jahren einen Bodenaufbau, Humusaufbau. Er hat seine Flächen begrünt, arbeitet mit Kohle, arbeitet mit Gesteinsmehl. Den ganzen Schnittgut macht er zu Bokashi und Terra Preta, bringt es wieder zurück an die Reben. Und hat sich die letzten Jahre eigentlich nicht so unterschieden von den anderen. Wenn man jetzt den Hang gegenüber anschaut, das ist auch alles grün. Aber im Jahr 2018, wo man in der Region eine extreme Trockenheit gehabt haben, sehen wir eben dann den Unterschied, dass er nämlich am Hang gegenüber sämtliche Flächen unten gelb gebrannt, da ist nichts mehr, und bei ihm
sprießt der Unterbau, wie wenn nichts war. Und da haben wir also seitdem einen sehr guten Erfolg, auch was die Weinqualität betrifft, weil dieser Wein natürlich nicht geschockt wird durch die Trockenheit. Und in der Frucht finden wir sehr viel mehr Mineralien und wird inzwischen auch separat in dieser Genossenschaft als EM-Wein vermarktet. Ist ein Beispiel, wo der Bauer zusätzlich zu seinem normalen Wirtschaftserfolg nochmal einen anderen Erfolg dazukriegt. Früher ist der Wein um 6,90 verkauft worden, jetzt kostet er 16,90. Also da bleibt da Wertschöpfung beim Winzer übrig. Andere Wertschöpfung, die ich auch noch kurz erwähnen möchte, ist, wer jetzt im Ackerbau aktiv ist, das ist über Positerra. Ihr kennt alle den Zusammenhang, wie letztendlich CO2 im Boden gespeichert werden kann. Und so, was ich euch jetzt gerade ganz kurz angerissen habe, ist es möglich, tatsächlich auch nachweislich CO2 im Boden zu speichern. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit über Positerra, dass das auch honoriert wird. Positerra steht quasi als Bindeglied zwischen Unternehmen, die sich CO2-frei ausloben wollen, und die Landwirte. Wir bilden die Landwirte weiter, wir begleiten sie und wir bilden die Brücke zu den Unternehmen, die dann diesen Humuseintrag honorieren, und zwar mit 30 Euro pro Tonne CO2. Und das ist ein nicht unerheblicher Betrag, der da nach ein paar Jahren zusammenkommen kann. Gegründet ist die Positerra von ganz unterschiedlichen Leuten, natürlich Leuten, denen die Natur, denen der Boden sehr am Herzen liegt oder einfach diese Idee gut gefallen hat, dass wir nicht nur CO2 kompensieren irgendwo in Indien oder Paraguay, sondern dass wir das vor der Haustür machen und damit einen Mehrfachnutzen für den Landwirt schaffen. Zum einen einmal, dass er das, den eigenen Nutzen hat durch mehr Erträge und durch stabilere Ernten, gerade jetzt mit diesem Klimawandel bedingt, aber auch natürlich den Grundwassereintrag verringert und gleichzeitig dafür aber nur eine Honoration letztendlich aus der Gesellschaft kriegt, weil es ist ja ein gesellschaftsrelevantes Thema, diese Art, wie wir momentan teilweise Landwirtschaft betreiben, ist nicht unbedingt der Landwirtschaft, die Zukunft hat. Und die Zukunft ist für uns alle relevant, nicht bloß für die Landwirte. Ja, dann nur einen kleinen Schwenk nochmal zur Erinnerung an die Produkte. Wenn es um regenerative Landwirtschaft geht, dann kann ich natürlich über die Fütterung und über die Silage Einfluss nehmen. Das ist der Chiemgauer fermentierte Kräuterextrakt, kurz CFKE genannt. Dann natürlich das Gesteinsmehl, das wir in die Güllegrum einblasen, beziehungsweise am Hof auch in Big Bags abfüllen können. Die vorbehandelte Pflanzenkohle, die nach eineinhalb Jahr lang Lagerung diesen Biofilm kriegt und dadurch sehr extreme Speicherfähigkeit hat, und nicht zuletzt der Bodenfüllinger, den wir bei den ganzen Geschichten einsetzen, wo es letztendlich um Humusaufbau, Bodenverbesserung geht. Im Stall, nochmal zur Erinnerung, wenn man vernebelt, verwenden wir ja meistens das CFKE, weil rein Futtermittel rechtlich gesehen kommt es auch auf die Nasen und die Kuh schlägt es weg und dann haben wir immer Futtermittel und hat da kein Thema. Ja, die Kosteneinsparungen, die so in der Peripherie entstehen, ist natürlich zum einen mal die Ertragssteigerung und die Qualität von meinem eigenen Futter. Ich kann dann auch unter Umständen auf Futterzukauf verzichten. Was ich in den meisten Fällen darauf verzichten kann, das ist der Gülle, der Düngerzukauf, weil ich durch meine Nutzung der Gülle, wie gesagt,
eben dann viel mehr Stickstoff, den ich eigentlich schon habe, tatsächlich an die Pflanze bringen. Ich habe auch weniger Futterverluste durch schlechte Qualität. Und ich habe natürlich dann letztendlich auch eine Reduzierung der Tierarztkosten. Alles in allem sollte den Bauern glücklich machen, sollte die Tiere glücklich machen und letztendlich dann auch den Verbraucher. Wir unternehmen auch sehr viele Anstrengungen, das wirklich auch an die Verbraucher zu kommunizieren, was ihr macht, was alles umgesetzt wird. Letztendlich geht es um ein höheres Ziel, nämlich, dass wir uns bewusst sind, dass wir unsere nächste Generation einfach nicht mit so hohen Hypotheken belasten, wie es derzeit teilweise der Fall ist, dass wir nach vorn schauen, dass wir versuchen, eine enkeltaugliche Landwirtschaft zu etablieren und somit eigentlich die Weichen stellen für eine Zukunft für die nächste Generation, so wie es mir eigentlich als Chancen gehabt haben, wie der eine oder andere den Hof übernommen hat. Man soll letztendlich den Hof und seine Böden mit dem gleichen Humusanteil an die nächste Generation weitergeben können oder im besten Fall mit ein paar Prozent mehr. Das war es jetzt gewesen von meiner Seite. Ich möchte mich sehr bedanken für eure Aufmerksamkeit.